Hallo? So, Ausdauer und keine Ahnung, was das gerade war. Stab der negativen Energie, Shurikens nicht identifiziert. Ah, ich kann die gar nicht verkaufen. Wieso versuche ich eigentlich zu verkaufen, bevor ich Sachen identifiziere? Manchmal bin ich aber auch wirklich ein bisschen. Unsichtbarkeit brauchen wir nicht. Funkelnde Halskette. Naja, hier. Ich brauche die dummen Fallen nicht. Für die bekommt man eh in der Regel sehr wenig Geld. Und da lohnt sich das alles gar nicht. So, der ist auch nicht identifiziert. Ich habe hier nur nicht identifizierte Sachen. So, du kommst gleich mit da runter. Sind beim nächsten Mal eh weg. Machen wir mal so. Ich kann gar nicht mehr identifizieren. Ich muss so oder so rasten. Ach, die Falle ist sogar noch vom letzten Mal da. Ist sehr interessant. Und die sehen auch richtig aus wie Bärentöterfallen, ne? Oh, Attributschaden. Ah, hallo. Nein, ach Mann, jetzt bin ich aber auch hier. Hier. Nein, da. Nein. War richtig? Ja, war richtig. So. Hallo? Ne, da untersuchen. Regeneration, das war mir schon klar. Ah, da ist noch ein Silberring. Unwichtig. Das auch Regeneration. Was ist das denn für einer? Panzerhandschuh auftreten plus 6. Nur benutzbar von Bade. Was machen die hier? Schadensbonus gegen Wut. Säure Regenerationsverbesserungsbonus plus 1. Oh, sind ja gar nicht mal so verkehrt. Hier war auch noch mehr. Das ist ein Zauberstab der magischen Geschosse. Auch nicht schlecht. Und Zauberresistenz. Was ist das für ein Beutel? Minus 40%. Ist das eigentlich für einer auch minus 80? Ne, minus 20, der kann doch verkauft werden. So, 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 jo. So, so. Ah, hallo. Seid ihr bereit? Nein, bin ich nicht. Ich muss noch hier ein bisschen was verkaufen. Was war das? Ne, nicht da. Doch, der hin. Das ist ein Dolch plus 1. Habe ich den hier? Das ist ein Dolch. Dann muss der weg. Hallo? Dann kann die auch weg. Vielleicht Wunden heilen brauche ich nicht. Ah, die Schmugglermünzen werden wir wohl nicht los. Habe ich das Gefühl. Haben wir hier das. Das kann weg. Drachenblut, Feenstaub. Keine Ahnung, wofür ich das noch brauche. Das kann auf jeden Fall weg. Ah, ja. Nicht du. Du. So und so. Den verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und wir haben 36.000. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ah, hallo. Seid ihr bereit für den nächsten Teil unserer Prüfungen? Jo, oder bin ich. Und ich habe alle drei, vier abgegeben. 300 Erfahrungspunkte bekommen und... Und wir sollen... Nein, ich bin noch nicht bereit. Wir müssen wirklich durch das Portal gehen. Oh. Dann werde ich aber vorher... Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Dann werde ich aber vorher noch in den Tempel gehen und mich heilen lassen. Dann komme ich wieder. Gehe durch das Portal. Ist die finale Prüfung. Irgendein Konstrukt, meint sie, müssen wir besiegen. Bin ich schon mal sehr interessiert, was es ist. Ach, hier könnten wir noch mit Niatar reden. Müssten wir sogar noch, weil wir die Tiere befreit haben. Fällt mir gerade so ein, aus dem Zoo. Aber das machen wir, sobald wir mit dem Kämpfen fertig sind. Ah, das hat natürlich den kleinen Vorteil, dass Willkommen. Wir ein... Nein, ich bringe keine neuen Nachrichten. Dass wir ein kleines bisschen mehr Erfahrung bekommen. Warum? Lebt ganz einfach. Die Erfahrungspunkte, die wir bekommen, hängen meines Wissens nach von unserem Level ab. Das heißt, je höher unser Level, umso weniger Erfahrungspunkte werden wir bekommen. Während die, also vom Töten der Monster, während die Erfahrungspunkte, die wir von den Quests bekommen, immer gleich ist. Dementsprechend ist es natürlich günstig, erst zu kämpfen und den Stufenaufstieg damit so weit wie möglich hinauszuzögern und sich dann die Punkte für das Erfüllen der Quests abzuholen. Das werde ich aber nicht konsequent durchziehen. Ich mache das jetzt bloß im ersten Teil, weil, ja, im ersten Kapitel. Weil, aus keinem bestimmten Grund. Ich habe einfach keinen Bock jetzt zu jedem Auftraggeber einfach noch hinterher zu rennen. Sondern wir marschieren erstmal durch und im Nachhinein können wir dann immer noch
sagen, juhu, haben wir geschafft. Belohnung her. So, dann können wir bei der... Ach, fuck. Na, ich muss so oder so bestimmt danach rasten. Das werdet ihr eh nicht sehen. So, ich würde gerne Mitglied werden. Jo, ich bin bereit. Tretet durch das Portal. Da werden wir doch vorher erstmal uns fasten. Wo geht's hin? In den Mantelturm. Oh, ein... Was ist das Vieh? Minogon. Alter. Scheiß die Wand an. Hä? Macht der gar nichts? Ortano, vor dich einmal! Ortano, vor dich einmal! Ui, 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 Geistesbeeinflussung. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber ich will es, glaube ich, nicht so abbekommen. So, nochmal ein Säurefilter. Jo. Feuer? Passt. Au, 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 au. Ah, sieht gut aus. Und nochmal magisches Geschoss und ich glaube, es sollte reichen. Nein, nicht ganz. Dann machen wir nochmal eins. Und dann ist auch auf jeden Fall Sense. Nicht? Das geht ja ja nicht. Aber jetzt. Nice, 266 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir sollten ja jetzt auch noch die Sachen hier mitbringen, oder? Ach nee. Stab des elementaren Feuers. Stab des elementaren Wassers. Lass mich raten. Stab der elementaren Erde? Ja. Und was wird das wohl sein? Moment. Feuer, Wasser, Erde, fehlt noch Luft. Das ist aber nicht Feuer, oder? Doch. Doch, war's. Boah, haben wir ein paar Stäbchen bekommen. Können wir nicht chinesisch essen gehen? Ah, hallo. Seid ihr bereit für den nächsten Teil unserer Prüfungen? Denn oder geht es euch um etwas anderes? Noch ein Teil? Ach nee, doch nicht. Wir haben einen Platz in Reihen des Mantels mit den vielen Sternen verdient. Wunderbar. 300 Erfahrungspunkte. Und wir erhalten einen Sternenumhang. Na, da muss ich doch erstmal gucken, was das ist. Sternenumhang gibt uns Konzentration plus 2. Leichtes Licht schwach blau, Elektro und Feuerresistenz 10. Nee, nee, da bleiben wir lieber bei unserem Nymphenumhang. Obwohl der Mantel jetzt auch nicht schlecht ist, also oh, der hat schon was. Mal gucken, wo sind wir bei 5? Oh, wir sind so kurz davor, das nächste Level aufzusteigen. So kurz. Ach, dann reden wir mal mit dem, dann mache ich noch schnell den Levelaufstieg. Seid gegrüßt. Die Natur heißt euch willkommen. Ich hoffe, dass ihr in besserer Verfassung seid als die Tiere im Zoo von Schwarzsee. Bist du blöd? Denen geht's doch gut. Ja, er hat schon gehört, dass wir, Genau, 200 Erfahrung bekommen wir und wir möchten ihn natürlich überreden, dass wir mehr verdienen, als er uns bis jetzt gegeben hat. Erfolg! Achso, nee, er hat sogar noch eine Aufgabe für uns. Achso, nee, doch, dieses Eisenholz ist alles, was ich geben kann. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen mehr so durchlesen, was da passiert. Aha, na gut, dann machen wir noch schnell den Stufenaufstieg, würde ich sagen. Wir bleiben natürlich Hexenmeister. Was haben wir hier? Fertigkeitspunkte. Ah, ja. Zauberkunde, Überreden plus 1 und Konzentration. Da war ja alles. Ah, wir können Talent auswählen. Oh ja, was nehmen wir denn da? Ach, ich habe da, damit bin ich jetzt, oh, darauf bin ich überhaupt gar nicht vorbereitet. Schnelles Nachladen, schnell zaubern, was macht das? Nee, schnell zaubern brauchen wir eigentlich nicht so. Lautlos zaubern, Kampf mit 2 Waffen. Im Kampf zaubern bringt eigentlich nur plus 4 auf Konzentration. Gestenlos zaubern.
Was nehmen wir denn da? Zauberfokus? Ja, da bekommen wir plus 2 auf alles. Auf alle Zauber von einer Zauberrichtung. Also plus 2 ist, wenn wir versuchen, die Zauberresistenz eines Gegners zu durchbrechen. Ansonsten würde Zauber ausdehnen. Ausgedehnte Zauber haben die doppelte normale Wirkungsdauer. Brauchen wir eigentlich nicht. Ah, nee, das ist... Oh, naja, ein verstärkter Zauber belegt einen Slot, der 2 Grade höher liegt als normal. Ich weiß nicht, ob das so wirklich... notwendig ist jetzt. Was nehme ich denn da? Habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung. Echt? Oh, das ist ja echt blöd. Jetzt. Dann würde ich sagen, nehme ich doch das Zauber ausdehnen. Kann bestimmt irgendwann mal nützlich sein. Was haben wir denn hier? Ausdauer. Was brauchen wir nicht mehr? Das könnten wir eigentlich noch alles gebrauchen. Wir nehmen aber auf jeden Fall Ausdauer raus. Nehmen dafür... Was ist denn Verschlagenheit des Fuchses? Erhöht die Intelligenz. Weisheit, die... Weisheit. Unsichtbares Sehen brauchen wir nicht. Magiebannen auch nicht. Katzenhafte Anmut macht, glaub, Geschicklichkeit. Jo, brauchen wir nicht. Bärenstärke nehmen wir auf jeden Fall. Und adlerhafte Pracht. Also Stärke und Charisma können wir damit erhöhen. Was haben wir hier noch? Feuerball und Hast haben wir. Was können wir noch nehmen? Personen festhalten. Magie bannen. Flammenfeil. Blitz. Sphäre der Unsichtbarkeit ist blöd. Brauchen wir nicht. Schutz vor Elementen könnte man noch nehmen. Nehmen wir Schutz vor der Elementen. Bekommen wir hier einen? Da bekommen wir auch einen. Was nehme ich denn da erstmal? Machen wir es mal so rum. Hier haben wir wirklich gar nichts. Na, dann nehmen wir... Was macht der Elementarsturm? Ah, dann nehmen wir den. Hier und hier nehmen wir Magiebannen. Ja, dann haben wir wenigstens etwas noch, was wir anderen Zauberern raufhauen können. So, 6 Trefferpunkte hat es gebracht. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich habe jetzt tatsächlich auf Abbrechen geklickt. Das geht ja gar nicht. Naja, aber weiß ich jetzt, was ich haben wollte. So. Ja, manchmal ist man einfach zu blöd. Hier hatte ich Zauber ausdehnen. Du kommst weg, dafür dich und Bärenstärke. Hier hatten wir Magie bannen und da hatte ich die... Wo auch immer das war, Eissturmlaum. Sehr gut, Pixie und jetzt bekommen wir nur 5 Trefferpunkte. Nur, habe ich Pech gehabt, meine eigene Blödheit. Gut, dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Hat ja nun doch alles ein bisschen länger gedauert als geplant. Ach, bevor ich eine Pause mache, mache ich nochmal schnell hier solche Sachen. Den Eissturm mit rein. Hast haben wir hier. Da haben wir identifizieren. Dann mache ich mal am besten den hier hin. Als Debuff. Haben wir noch was bekommen? Ja, haben wir. Und zwar, wo habe ich die hingemacht? Ach, da war Ausdauer. Nee, dann ist es blöd. Da muss Dings woanders hin. Das sind ja die Buffs und... Genau, hier haben wir die Buffs. Dass ich mir das auch irgendwann mal merke. Hast identifizieren. Dann kommt das hier mit hin. Wo ist das jetzt hin? Irgendwo. Keine Ahnung wo. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, sobald ich den Rest von Mildans Anwesen geplündert habe. Und sehe ich gerade, dass hier wieder die Kantenklettung nicht an ist? Ey, das geht doch gar nicht. Das habe ich doch vorhin eingestellt. Oh, ey, will der mich verarschen? Ich schaue einfach mal bloß. Nee, das ist... Hä? Der macht das aber nicht. Das ist ja richtig krass. Ich habe hier irgendeinen Fehler, glaube ich, heute. Ja, egal. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Anwesen, wie gesagt, geplündert habe und wieder vor der Tür nach unten stehe. Bis dahin, viel Spaß. Man sieht sich.
Ciao, ciao. Bye. Guckt er immer noch zu?